Recht herzlich willkommen zur 237. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, gehen wir mal rein, gucken hier nochmal rein. Wir haben letztes Mal ja ein bisschen da bei der Forschung geguckt, da wissen wir auch noch nicht, was wir machen wollen. Wir gucken mal hier weiter. Da sitzen Gibby, Bill und Defor drinne. Hier sitzen Wilfried, Basfried und Niles da drinne. Das ist die Kerbin-Station, Tom Ford, Versomata. Und das sind jetzt zwei leere Dinge, die wir nicht ändern können. Okay, dann hatten wir Basfried und wer war der dritte, der andere hier wohl? Defort. Da müssen wir mal gerade gucken. Im Dingens Basfried und Defort. Das sind die beiden, die wir hier dann zurückholen, oder? Können wir gerade die Contracts angucken. Ah, das war irgendwie jetzt falsch gelaufen. Knapp daneben geklickt, ist auch vorbei, oder wie war das? So, jetzt aber aktiv. T-Bird. Ich war jetzt nicht mit T-Bird unterwegs, ne? Ja, das ist auch ein anderer. Build a new orbital station, position in space. Basfried, Thoma und Defort, aber die beiden sind abgeschlossen, gut. Das heißt, T-Bird ist derjenige, den wir noch aus dem Orbit holen müssen. Rescue Jungard vom Orbit of Menmus. Jungard hatten wir doch gerade, aber ach so, den haben wir ja schon gelandet, also kann das hier nicht richtig sein. Dann ist das wohl nicht so. Dann sitzt der doch da noch irgendwo, oder? Vom Orbit of Minmus. Gut, das Luna ist klar, ist schon unterwegs. Minmus. Das geht sowieso nicht, das Ding. Der Fort Basfred kommt zurück. Das machen wir. Minmus build a new orbital station around Minmus. Das müssten wir dann kombinieren. Rescue Tibet von Kerbin. Gut. Ja, T-Bird. Rescue Philvic from Orbit of Kerbin. Warte mal, da haben wir noch Kerbin und Kerbin, ne? Okay, da können wir zwei retten. Und das ist Mun und dann sollten wir den vielleicht noch annehmen und dann holen wir die zwei da aus dem Orbit, oder? Genau, machen wir doch. T-Bird und Philvic holen wir aus Kerbin Orbit. Gut. Dann lass uns das nochmal angucken. Ne, die Info will ich nicht. Ich will unsere Aufträge haben. Contracts da. Das. Kerbin Station, Deberis und Philvics Raumschiff. Achso, okay, und der andere ist dann das da, ne? Ne, das ist Minmus V6. Wo ist denn dann Minmus V6? Und das müsste auch Minmus V6 sein. Da muss doch noch einer mehr dann sein, oder? Felix. Und Safe T-Bird? Wo ist der denn dann? Hab ich jetzt was verpasst? Gute Frage, ne? Haben wir da irgendwo Netzwerk für einen aus? Irgendwie fehlt mir jetzt dem T-Bird sein Ding hier.
Wo ist denn der? Das ist ja Kerbin Station. Tom Ford und Martha. Da sitzt ja keiner drin, ne? Nee. Default und Gibi? Nee. Wo ist denn Tibet sein Ding jetzt? Das ist ja auch komisch, oder? Naja, okay, dann ist das jetzt mal so. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein Raumschiff, was Philwicks Raumschrott da runterholt. Da gehen wir mal raus und holen eine Rescue or Kerbin Orbit sozusagen aus dem Schrank und starten die mal gerade. Öffnen. Rescue Kerbin. Rescue Kerbin. Die laden wir mal gerade. Und die holt das dann da ab, ne? Ja. Obwohl da zu viel Dingens da Bums da dran ist, ne? Eigentlich nicht so vonnöten hier, diese ganzen Forschungsteile und sowas, ne? Könnte man jetzt so ein bisschen was wegmachen. Das ist eine Rescue Kerbin Orbit. Hm. Ist das wirklich eine Rescue? Eigentlich nicht, ne? Trenntest, Testrakete, Testkapseltest. Rescue up Rock. Was sind das für eine? Die ist ja ziemlich klein, ne? Ich weiß gar nicht, wofür die gut ist. Es ist nur ein Sitzplatz drin, der da auch nicht besetzt sein sollte. Ein Okto ist drin, dann kannst du ihn steuern, also ist das dafür eigentlich ideal, ne? Dann ist die doch dafür gemacht. Rescue Uprock? Ich weiß nicht, wieso die so benannt ist. Wir müssen auf jeden Fall den, der da drinnen sitzt, rausschmeißen. Und dann starten. Probieren wir aus, ob das geht. Ist schon lange her, das Ding, ne, dass ich das mal benutzt habe. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Na, komm schon. Da ist er. Ja, dann würde ich sagen, können wir die auch starten, oder? Ach so, die gehen hier, die Stufen sind hier wahrscheinlich nicht so ganz so tippitippi. Das müsste wohl da unten mit rein, ne? Oder? Und das kommt doch da mit rein. So ist es doch richtig, oder? Jetzt müssen wir noch gucken. Ob die jetzt richtig ist, weiß nicht. Ach komm, wir testen das einfach mal und starten die durch.
Wird schon passend sein, oder? 1156 Meter Sekunde, aber da ist doch nichts mehr drin. Naja, ist egal. Probieren wir es aus. So, 3, 2, 1, go! Tausend hat sie schon. So, Zusatztanks können weg. Sind auch gleich schon beide aneinander gecrasht und kaputt. Siebenunddreißigtausend. Und die hat noch gut Saft drin, ne? 50.000. So, ich glaube, jetzt kann die mal so. Das SAS ist nicht an, deswegen fliegt die gerade auch so unstabil, ne? Passt aber ziemlich gut eigentlich erstmal. Nochmal hier reingeguckt. Ja, sieht doch gut aus. Aber das ist gleich alle, ne? Aber da haben wir ja noch eine Stufe drin. So, da ist ja noch was. Und die muss jetzt den Rest machen. 90 ist schon okay. Ja, geht, oder? Macht die, schiebt die groß. Und da müssen wir, ne, da müssen wir nicht hin. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin, ne? Oh, 80.000, naja, dann. Sollten wir vielleicht erstmal warten, bis wir hier sind und dann da weiter brennen. Macht Sinn, ne? Mach mal Warp hier. Und dann wieder Schub geben, aber erst ausrichten. Und dann wieder Schub geben. Warp hier. Da Schub geben. Mal vorwarpen. Da oben ist er jetzt. Nochmal vorfliegen. So, und der ist auf 77. Das reicht erstmal. Dann haben wir das erstmal soweit, dass er da schon mal wieder soweit ist. Und set as target, ne? Und dann müssen wir mal gucken, dass wir diese hier richtig stellen. Add Manöver.
So. Könnte noch mehr. Muss, glaube ich, noch mehr. Drei haben wir da. Glaube, wird nicht besser. Wird nur besser, wenn wir wahrscheinlich hier was hin und her bewegen. Ich wollte diesen hier bewegen, ne? Und nichts anderes machen. Wo ist der Scheiß? Ja, jetzt habe ich das Ding verloren hier irgendwo. Weil der hier schon wieder angegangen ist, oder? Komm. Machen wir nochmal weg und machen nochmal neu. Ad Manöver. So, jetzt hoch damit. Drei, zwei, eins. Eins ist ja schon nicht schlecht, ne? Oh, warte, da war auch null. Dann passt das schon so. Gut. Dann sollten wir den da ausrichten. Da unten hin, ne? Wenn wir dann an dem Punkt sind, dann brauchen wir da nur noch ein bisschen brennen. Dann kriegen wir das schon hin. Gut, aber das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt. Würde mich nochmal freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Würde dann bestimmt noch mich mehr freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Und macht euch die Glocke an. Da freue ich mich aber auch drüber, wenn ihr das macht. Alles klar, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.